Ja, ihr seht es selber, die Hallenturniere gehen los. Für uns Team Osnaball natürlich wieder ein Zeichen, dass wir uns ein paar Trainer an die Seite nehmen können. In diesem Fall Thorsten Ehlers, Trainer von Blau-Weiß-Vorlage 2. Thorsten, ja, als Aufsteiger in die Bezirksliga seid ihr mit 20 Punkten auf Platz 13, 5 Punkte vom Abstiegsplatz. Ja, hast eine junge Truppe am Start. Wie war denn das Erlebnis Bezirksliga mit deinen Jungs in der Hinrunde? Also von Anfang an, unser Ziel war sofort Klassenerhalt und wie wir jetzt momentan dastehen mit 20 Punkten, wie du sagst, stehen eigentlich für unsere Verhältnisse ganz gut da. Bloß wir könnten auch viel weiter oben stehen, weil wir haben immer Spiele dabei, da bist du dran, dass du einen einstelligen Tabellenplatz bekommen kannst und dann kriegst du wieder einen drauf. Das sieht so aus, das ist ganz anders als wie in der Kreisliga, es wird viel schneller gespielt, viel Kampf betont. Ich sag zu meinen Jungs auch, ihr müsst laufen und kämpfen. Das sagen wir jetzt wieder in Foxtrot, wenn du nicht kämpfst, nicht läufst, dann verlierst du diese Dinger. Und es ist für mich eine ganz interessante Liga, weil es schlägt momentan jeder jeden. Und deswegen ist es für mich wirklich, ja, wie soll ich sagen, eine große Aufgabe, weil, wie du sagst, junge Spieler habe. Und es kamen, glaube ich, 8 aus der A-Jugend raus und die musste auch erstmal integrieren. Ne? Und die musste ich auch immer wieder in eine Mannschaft zurechtfinden. Und für A-Jugend-Spieler, die rauskommen, auch wenn sie Landesliga gespielt haben, ist es trotzdem sehr schwer, in der Bezirksliga erstmal Fuß zu fassen. Ne? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist sicherlich eine Umstellung auch für viele Spieler, die dann Kreisliga gewohnt sind. Aber trotzdem, ich finde, ihr spielt schon eine ganz gute Rolle da mit und braucht euch da vor keinem zu verstecken. Aber was auffällt, wirklich, du hast es schon angesprochen, Ups and Downs. Man meint immer dann am Wochenende, okay, jetzt sind sie dran, jetzt können sie es wieder packen. Richtig. Und dann kriegt er wieder einen vor den Laden und ja, kriegt dann letztendlich den Hintern doch wieder nicht hoch. Meinst du, es liegt wirklich daran, dass viele junge Spieler da sind und dass die einfach die Konstanz jede Woche noch nicht bringen können? Ich glaube, wie du schon sagst, das liegt wirklich an der Konstanz. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein bisschen die Einstellung zum Fußball. Ich fand, früher war man irgendwie noch bissiger, auch wenn ich mal vom Trainer einen drauf bekommen habe, da wollte ich es ihnen nochmal zeigen. Das ist heute nicht mehr. Die Jungs, die schlucken das und sagen, ja okay, der hat mich wieder angemacht. Ne? Der jetzt erst recht Effekt. Genau, ne? Der fehlt mir so ein bisschen. Ne? Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist immer wieder ärgerlich. Du denkst wirklich, du bist dran, aber dann kriegst du wirklich einen drauf und ich weiß nicht, woran es liegt. Dann würden wir uns abstellen. Ja. Gut, aber man weiß auch, mit jungen Spielern muss man auch Geduld haben. Die müssen und dürfen und sollen auch Fehler machen, aber man muss natürlich auch erkennen, dass sie auch lernen. Euer Ziel ist ganz klar, Bezirksliga halten, aber ja, es wird nicht einfach. Die Rückrunde, ja, wird schwer, oder? Die Rückrunde wird schwer, wir haben noch richtig schwere Spiele. Du wie in der Hinrunde, wir gewinnen in Merzen. Du musst dann nicht mit immer rechnen, dass du zu Hause gegen Merzen gewinnst. Das wird richtig schwer. Wir hoffen natürlich auch, dass vielleicht schon mal die A-Jugend, die wollen nicht aufsteigen, können vielleicht nicht aufsteigen, können auch nicht mehr absteigen, dass vielleicht da noch was hochguckt, dass sie uns helfen, von der ersten Herren vielleicht noch ein bisschen Unterstützung kommt, wenn es eng wird. Darauf hoffen wir so ein bisschen und dann, ja, wir wollen drin bleiben, das ist unser Ziel. Ne? Da liegt noch viel Arbeit vor dir mit deiner jungen Mannschaft, aber wir werden es weiter beobachten und drücken die Daumen. Alles Gute für euch, für die Rückrunde. Dankeschön. Danke, Thorsten.